Between the 13th and 14th centuries, a distinction was made in France between male night elves, incubus, the trailer, and female night elves, succubus, the underlier, who were said to have magical seduction skills. In some stories, the Moor has a distinctly erotic character. There are even reports of sexual intercourse between humans and Moors. Along with the werewolf, the Moor is one of the solitary creatures that can change their shape. Moors are often associated with illness, and in some parts of Scandinavia, the boundaries between witches, creatures that steal mother's milk, revenants, and ghosts are blurred. This motif is pre-Christian and internationally widespread. Und wieder war es das alte Lied von Liebe, wenn eins das andere sieht. Und war gestimmt auf den alten Ton, sie eine Magd, er Hurensohn. Man schickte ihn fort weit über Land. Sie blieb daheim in Schimpf und Schänd. Sie blieb daheim im bittersten Weh und suchte vergessen im Wokulsee. Doch als zurückgekommen der Unab, was zog ihn allnächtlich zum See hinab? Was starrt der ängstliche Mondenschein? Auf den Selbstblock im Wasser, den Wokulstein. Ruf den Wokulstein, sitzt eine bleiche Gestalt, die Schultern von fließendem Montag umweiht. Sie ringt die Hände und sieht ihn dann mit gestorbenen Klugen so sehnsuchtsvoll an. Treibt ihn von dannen Ends entsetzens graus und bleibt doch die kommende Nacht nicht aus. Und ist verschwunden nach dieser Frist, weiß keiner, wo er geblieben ist.